Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Willkommen Zu Frequent Traveler TV heute wieder mit einer Folge aus Möcki Deluxe und das wird das Studio. Ihr seht, es ist alles sehr im Rohbau. Viele Bücher, viel Kultur muss ich vielleicht durcharbeiten. Ich weiß es nicht. Ich muss mir mal die Themen anschauen, aber eher glaube ich nicht für den Lars. Ähm, ja, es sieht hier noch ein bisschen wüst aus, aber nichtsdestotrotz machen wir Folge 364 heute für euch frisch gepresst. Ich werde es ja auch etwas früher online gehen lassen dann werde ich nachher noch eine folge machen zu dem thema was war mein status dieses jahr was habe ich gemacht womit bin ich geflogen und vor allem mit wem habe ich übernachtet welche mietwagenfirmen so ein bisschen über meinen status 2023 dahin plätschern und reden dann werde ich noch produzieren heute die meilen highlights inklusive meilen schnäppchen von der lufthansa und dann morgen werden wir gegen Mittag, ich werde das auch äh, online stellen, in dem Moment, wo die Sendung online ist, werde ich die Zeit fixen, ähm, äh, dass wir dann anfangen können zu reden, was ist die Strategie für 2024. Und bevor Siri sagt, sie kann mich nicht verstehen, gebe ich euch heute äh, die Themen der Sendung. Und äh, Lufthansa ist gegen die Kerosinsteuer. Wer hätte das gedacht? Dann haben wir den Namen Michael schon öfters gehört, allerdings nicht in dem Kontext, dass er einer schwangeren Frau den Platz verweigert hat im Flugzeug. Und zwar indem er den Platz, den er bezahlt hat, ihr nicht geben wollte, weil sie ihn nicht bezahlt hat. Wir können das auch diskutieren. Dann haben wir Pegasus, der Türke möchte sich, also der andere Türke, möchte sich genauso verdoppeln wie der Turkish Airlines Türke. Also insofern, da in der Türkei viel Musik in der Geschichte. Es hat auch Airbus über 2000 offene Flugzeugbestellungen beschert. Dann haben wir von SAS die Airbus A321 LRs. Die werden nicht mehr von Göteborg und Aalborg nach New York fliegen. Hat sich wohl nicht gelohnt. Und wir haben Austrian Airlines. Die haben einen 320er Neo bekommen in weiß. Und der ist von Lufthansa. Aber nagelneu. Der riecht neu. Und wir haben, was haben wir denn noch? Lufthansa Meizamor. Wir werden für 48 Stunden vom Meizamor abgeklemmt. Ich erkläre euch ab wann, für wie lange, warum. Jetzt seid ihr dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen und dann ganz, ganz wichtig, unten immer wieder zu kommentieren und natürlich äh, Kanalmitgliedschaft. Und ihr wisst ja, wie es ist im richtigen Leben, es bleibt spannend. Das erste Thema ist die Lufthansa und die Kerosinsteuer. Und zwar die Kerosinsteuer ist etwas, was viele gemüter erhitzt auch die lufthansa und zwar ist es so dass die ampel ja versucht ihr steuerdefizit aber nein eigentlich bezahlen wir ja so viel steuern sondern sie versuchen gelder reinzuholen um die transformation hinzubekommen und zwar zu einer grünen energie und zwar gibt es dann eine luftverkehrsabgabe äh, die steigen soll aber die kerosinsteuer haben Sie nicht so ganz durchbekommen, um ehrlich zu sein. Also, insofern ist das so, dass die Lufthansa sagt: natürlich, Kerosinsteuer ist ganz barbar, aber diese Luftverkehrssteuer zu erhöhen, ist ein bisschen fairer als die Einführung der nationalen Kerosinsteuer, ehrlicherweise. Dann ist es so, dass man trotzdem Nach Sto Standortnachteile befürchtet, weil man natürlich dann, wenn man aus dem Ausland abfliegt, äh, Niederlande, Belgien, wobei die ja auch gewisse Steuern einführen, dass man halt vor allem Zubringerflüge verteuert und damit Lufthansa im internationalen Wettbewerb schadet. Das ist so. Und dann ist es natürlich so, dass man, wenn man Harry Hohmeister zuhört, und das ist der, der Vorstand bei Lufthansa, in unseren Augen ist die Luftverkehrssteuer fairer, weil sie Airlines, die in deutschen Staaten zahlen müssen, aber trotzdem trifft sie uns Deutsch mehr, weil Deutschland unser Heimatmarkt ist. Ja, weil Lufthansa zu 100% von den Freunden dort abfliegt. Und oh mein Knie, <laughs> sehr bequem. Ähm, auf jeden Fall abfliegt und damit ist es so, dass man natürlich ähm, damit dann versucht auch Haushaltslöcher zu stopfen. Dann geht das Thema natürlich weiter ähm, mit dem Thema, dass man natürlich dann die Investitionsfähigkeit durch steigende Luftsicherheitsgebühren reduziert in Deutschland, heißt also, ähm, dass der Abflug eines typischen Mittelstreckenjets, wenn man ihn vergleicht, in Paris, Madrid oder Warschau zwischen 200 und 1500 Euro liegt. Und jetzt fragt ihr euch, wie viel er in Deutschland kostet. Festhalten, 4000. So, warum sagt man das jetzt nicht auf einzelne Ticket runtergebrochen? Weil es natürlich auch einzelne Dinge gibt, die nicht auf das einzelne Ticket wie die Luftverkehrssteuer runtergebrochen werden, sondern pauschal als Flugzeug erhoben werden werden. Ein Beispiel ist es zum Beispiel, wenn ich von Helsinki nach München fliege im Januar, dann kostet mich der One-Way, wenn man die Zuzahlungen sich anguckt, irgendwo bummelig ich bei 120 äh, paar kaputten Euro. Wenn ich das Ganze mir anschaue, wenn ich von Fünchen wieder nach Helsinki zurückfliege, ist ja ein Meilen Ticket, da bezahle ich ja nur die Steuern, dann bin ich schon bei 180 Euro. Alles für zwei Personen natürlich, logischerweise. Aber daran seht ihr das, 60 zu 90. Also 30 Euro mehr der Abflug aus Deutschland nach Helsinki als von Helsinki nach Deutschland. Deshalb ist diese Luftverkehrsabgabe, wenn sie steigt, noch mehr, dass man dort wesentlich mehr Sprengung und Spreizung reinbringt. Und Omeister sagt, dass man natürlich auch damit von der Regierung den Bogen überspannt. Da könnt ihr auch unten kommentieren und sagen, ist das so, dass die Luftverkehrssteuer in euren augen etwas ist was nicht zum ziel führt oder ist das etwas wo man sagt na ja gut das ist so weil jeder der ab deutschland fliegt der muss zahlen das ist vielleicht eine faire geschichte und ähm, da muss man natürlich der ehrlichkeit halber sagen ähm, ja ähm, ich finde das fliegen aus deutschland ist schon ein Luxus, aber wir wissen ja immer, Fliegen ist ein Privileg, kein Grundrecht. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Also man sollte, wenn man fliegt, wirklich auch überdenken, ob man wirklich fliegen muss. Und ich weiß auch nicht, 30 Euro sind viel oder wenn es 50 Euro sind auch. Aber die Frage ist dann halt am Ende des Tages, ob uns das dann vom Fliegen abhält. Da könnt ihr darauf antworten. Das nächste Thema ist Michael. Und Michael ist jemand, den ich persönlich nicht kenne, aber für den ich äh, ehrlicherweise Sympathien habe. Und das Thema ist im Fokus aufgekommen. Und zwar ist es so, dass äh, Michael auf einem Flug, leider nicht näher ähm, betitelt, weil es in England war und es war ein Reddit-Artikel, seinen Sitzplatz reserviert hat. Und zwar nah an der Toilette hinten im Flugzeug. Also eigentlich eher etwas, was wir nicht so reservieren würden, zumal wir ja wissen, dass im Flugzeug die Sitzplätze enger nach hinten werden. Ich bin ja zum Beispiel von Helsinki nach London auf 29 Charlie geschw geschwommen, <laughs> ich fast gesagt geflogen. Das ist äh, die letzte Reihe und da ist am wenigsten Platz von allem und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, nicht angenehm. Äh, dass die Toiletten da sind ja okay, da habe ich jetzt nicht so Probleme mit Geruchsbelästigung oder sowas. In meinen Augen. Also für mich ist es okay, aber für mich ist es halt ein Platzthema. Und deshalb hat Michael wirklich das Thema genommen, weil er irgendwie ein Gesundheitsproblem hatte, was ihm halt wirklich den Zugang zur Toilette schnell erforderte. Und ähm, dann kam eine schwangere Frau an Bord, die sagte, sie würde gerne diesen Sitzplatz haben, weil sie auch Zugang zur Toilette bräuchte. Und Michael lehnte diese Bitte und Betonung auf höflich ab. Also das heißt, er hat den Platz, den er bezahlt hat, nicht an die Schweinefrau abgegeben. Und er sagte, dass er davon irritiert war, dass die Flugbegleiter ähm, nicht vermittelt haben. Also dass die Dame darauf insistiert hat, dass er aufgeben sollte den Sitzplatz. Und ähm, dann geben die Kommentare, dass man dort gesagt hat, ja, es ist okay, dass er den Platz nicht aufgegeben hat, weil der Platz ja bezahlt ist. Und... Ähm, man möchte natürlich auch schreiben, wenn so ein Kommentar der sinnbildlich ist für die Kommentare, der da steht. Sie hätte einen anderen Platzplatz buchen sollen, den sie wollte oder gar nicht fliegen sollen. Es scheint, dass sie einfach annahm, dass für sie dafür nicht bezahlen müsste, da irgendein Trottel Platz machen würde. Viele gaben auch der Besatzung die Schuld, dass sie nicht eingegriffen hatten, meinten, sie hätten ihr sagen sollen, dass sie auf ihren Platz zurückkehren sollte. Und ähm, dann antwortete eine ähm, schwangere Frau, die auch Morbus Crohn hat. Ähm, da sagte ähm, zu Michaels Schutz. Äh, es ist in Ordnung, wenn mir Menschen aufgrund meiner Schwangerschaft Vorrechte einräumen, aber ich werde sie sicherlich nicht einfordern. Und angesichts meiner Einschränkung buche ich die Sitze, die ich benötige. Und das ist halt auch dieser alte Klassiker, wenn es um Status geht, wenn es um Hotels geht. Und ähm, das ist so, dass man da dann ehrlicherweise sagen muss: Bucht die Zimmerkategorie, die ihr haben wollt, bucht das Flugzeug den Flugzeugsitz, den ihr haben wollt, sagt, wenn ihr Business Class fliegen wollt, dass ihr Business Class bezahlt, weil ihr dann ganz einfach sicher seid, dass ihr in der Business Class sitzt und nicht, dass man darauf spekuliert, dass man ein Upgrade bekommt. Zurück zu der Sache mit der schwangeren Frau und Michael, oder muss man sagen, Michael, weil es ja aus dem Englischen kommt, Michael, ähm, ist das so, dass er richtig reagiert hat? Hätte er den Sitzplatz geben sollen? Ich persönlich, wenn ich von 29 C weggekommen wäre auf einen anderen Gangplatz hätte dann gesagt: ja, kein Thema. Mittelsitz hätte ich wahrscheinlich nicht so da plank, äh, nicht so äh, hingenommen und äh, prall gefunden war das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, dann weiter ist es so, dass ähm, wenn ich aber bezahlt hätte und wenn ich halt eine Situation habe, wo ich halt wirklich ähm, Flitzkacke habe oder was auch immer, wäre ich dann überhaupt geflogen? Wahrscheinlich ja, wenn ich hätte fliegen müssen und dahin müssen, wo ich hin wollte. Habe ich auch schon gemacht. Ich bin ja auch von Hongkong nach Bangkok geflogen, obwohl es mir schlecht ging. Also insofern muss man der Ehrlichkeit halber sagen, kann beide Seiten verstehen. Auch hier kommentiert unten heute am 31.12. und sagt mir, was ihr davon haltet. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu denkt. Ja, ihr seid jetzt dran wieder. Jetzt haben wir das Thema Pegasus. Pegasus möchte seine Kapazitäten verdoppeln. Und da muss man dann auch ehrlicherweise sagen, was ist los in der Türkei? Ja, also wenn wir uns das mal angucken, ähm, Airbus hat so viele Flugzeuge in Auftragsbüchern, 2000 Flugzeuge in der Bestellung, die sie wirklich weit nach vorne katapultieren. Das ist krass, und wenn man dann alt guckt, dass ähm, Türkisch Airlines Flugzeuge bestellt hat wie Hammerkranke, heißt also ähm, 60 A350 900, 15 A350 1000er, 5 350er Cargos, 150 321er Neos. Das sind krasse Zahlen. Ich meine, man muss man ja mal sagen: Hallo, und ähm, Deshalb ist es so, dass man jetzt natürlich äh, sagen muss, dass man dort äh, in der Türkei jetzt auch eine zweite Landebahn bekommt, auf dem Sabia Kö Köken? Köken? Ja, Köken Airport und äh, mit der zweiten Landebahn natürlich auch mehr Kapazitäten ist. Der Flughafen ist richtig groß und geil und ähm, deshalb sollen da auch in einer Kapazitätsausbaustufe am Ende 85 Millionen Passagier pro Jahr sein. Heißt also, in 2023 wird man so bummelig bei 37 Millionen landen, was auch schon eine krasse Zahl ist. Heißt also, wenn man jetzt ähm, bei Pegasus die A23 Neoposition von ähm, 36 auf 108 Flugzeuge ausbaut, dann haben die was ganz Großes vor. 70 Auslieferungen stehen noch an, damit ist der Flottenbedarf bis 2029 gedeckt. Und Öztürk sagte, jede Folgebestellung wähle sich auf die Slots ab 2030 erstrecken. Heißt also, man wirklich, dass man auf den Ausbau des Flughafens hofft und Türkei wirklich ein Ziel ist, wo wir gerne hinfliegen. Also ich finde Türkei cool. Ich hatte es auch auf der Agenda, in die Türkei zu fliegen, habe mich dann für Italien entschieden. Aber es ist halt wirklich so, dass man äh, sagen muss dass das schon krass ist, wenn Fluggesellschaften sich in dieser Zeit verdoppeln, wo andere kleiner schrumpfen, wie zum Beispiel die SAS kleiner geworden ist, die Finnair ist kleiner geworden. Ähm, heißt also, diese ganzen äh, Randfluggesellschaften, die werden alle kleiner, aber die, die mitten im Pott sind, werden größer. Und wir müssen der Ehrlichkeit aber sagen, dass Istanbul oder die Türkei grundsätzlich genau das Gleiche, den gleichen Vorteil hat wie Teheran, wie Katar, wie Doha, also Doha. In Doha, äh, Abu Dhabi oder aber auch äh, Dubai, dass man von dort aus eine über 90 prozentige Abdeckung der Welt mit einem Flug hin und zurück schafft, besonders wenn man überlegt, dass diese Flugzeuge ja immer weiter von der Reichweite werden, wenn man diese Project Sunrise sich anguckt von äh, Quantas. Klar, Pegasus hat nur 321er, aber nichtsdestotrotz, das ist schon so, wenn man dreistellig ist, das ist schon eine, eine krasse Anzahl. Da muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Respekt. Wobei ich persönlich jetzt kein großer Freund von Pegasus bin. Ich würde selber nicht mit Pegasus vordergründig fliegen. Aber ihr könnt ja eure Meinung zu Pegasus sagen, was ihr von denen haltet und wie ihr das Ganze ähm, seht. Was ich spannend fand, das waren die Freunde von SAS. Und zwar die SAS hat ja die LRs und die XLRs und äh, auch weitere Flugzeuge in diesem kleinen Bereich so umgebaut und äh, aufgebaut dass sie in der Economy Class 123 Passagiere haben, in der Business 22, in der Premium Economy 12 Sitze. Und das sind ja echte Business Class Sitze, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Und man ja da mit den 321ern die Strategie gefahren ist, dass man von kleinen Flughäfen wieder nach New York oder zu großen fliegt, um Verkehre abzuziehen. Und da ist es so, dass man natürlich... Diese zwei saisonalen Routen, die man im April vorgestellt hat, man flog sie natürlich dreimal pro Woche von Göteborg, übrigens eine sehr schöne Stadt, oder von Aalborg dreimal nach New York, in dem Fall Newark. Das war schon eine coole Geschichte. Aber wir sehen, dass aus diesem Gebiet anscheinend nicht genug Einzug und nicht genug Leute fliegen. Damit ist das Thema so, dass man natürlich. Ähm, da aus sekundären Städten nicht so viel Verkehr abziehen kann, wie man möchte, ähm, man kann jetzt den 23 auf anderen Strecken einsetzen. Ich persönlich bin eher ja ein Freund davon. Hub and spoke heißt also nicht, dass man dezentral so fliegt, ähm, auch nicht saisonal, weil man natürlich dadurch mehr wesentlich mehr Synergien hat. Heißt also zum Beispiel, dass man Strecken fliegen kann, vielleicht öfter, ähm, wenn man halt solche Strecken hat, die einen dann in so Bereich. Vier bis acht, also sieben bis acht Stunden sind. Kann man das Ja, kann man. Und äh, die Frage ist natürlich, jetzt sagt ihr, ja, du willst ja nicht mit 23. Ich sie, ja, natürlich will nicht mit 23er fliegen, aber wir müssen die Realität ins Auge schauen. Und so ist es so, dass man äh, dieses kleinere Langstreckenflugzeug jetzt halt neu einsetzen kann. Ähm, hat auch nichts damit zu tun, dass die SAS ja in 2024 von der Skyteam Team weg Rö Entschuldigung, von der Starlines wegrödelt zur Sky Team. Aber es ist wie es ist. Es hat anscheinend nicht so funktioniert und die ähm, Yields waren halt nicht so, also die Umsätze auf den Flügen, dass sich das gelohnt hat. Ich bin mal gespannt, was man da als neue Sitze macht. Oh Gott, mein Shirt sitzt ja, also mein Pullover. Ach unglaublich, unglaublich. Auch hier wieder nächstes Jahr neue Chance, dass man besser aussieht. Was auch eine neue Chance ist, ist bei der Austrian. Die Austrian hat ja schon mal ein weißes Flugzeug erhalten ein 123neo und so ist es jetzt am 29. Dezember vor zwei Tagen so gewesen, dass man bei der Austrian ein neues Flugzeug bekommen hat. Ja, und zwar den 320er. Und dieses Flugzeug erhält jetzt die Austrian-Kabine. Ähm, wir wussten alle, dass es eine fünfte Maschine gibt, weil Annette Mann das ja gesagt hat, äh, beziehungsweise auch der Kollege, äh, ska, wie hieß er nochmal, Francesco Schiortino. Und keiner wusste wann, dass das dieses Jahr noch passiert, das war etwas äh, überraschend. Und äh, die Oscar Eco Lima Zulu Romeo, das ist die Registrierung der Maschine, ist in Wien gelandet. Es ist ein Flugzeug, was eigentlich für die Lufthansa war und deshalb hat man bei der Lufthansa-Bestellung ähm, das Flugzeug abgeholt und hat diese dann quasi, ich weiß gar nicht, hat man die Lufthansa-fiziert? Ähm, eher nicht. Ich glaube, die Sitze sind noch nicht reinbekommen, aber die Austrian Technik hat jetzt äh, das ganze Flugzeug übernommen. Und die überraschende Ankunft ist halt so, dass das Flugzeug jetzt in Wien erstmal auf Austrian Standard gebracht wird. Heißt also, die Kabine mit den Sitzen wahrscheinlich Sitzbezüge aufgezogen werden und so weiter, wenn es mit den Lufthansa-Sitzen geliefert worden ist. Was nicht schlimm ist, weil dann gehen die Sitzbezüge wieder zur Hansa und man kann die für andere Flugzeuge benutzen. Also ist alles kein Schaden entstanden. Äh, den Kran nicht wieder abbauen, dann da die, den Austrian. Pfeil dahin bauen. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Schreibt mir hinten, wie er das nennt, äh, von Austin, diesen diesen Schwuf. Ich glaube, bei, bei Nike hieß das Schwuf. Und ähm, das finde ich halt toll. Und wenn ihr jetzt sagt, wie lange ist das so? Ähm, wenn, man, wenn man sich das anguckt, ist es so. Ähm, Diese Lackierung in Bratislava, das ist eine Firma, die das macht. Da ist die andere ja auch lackiert worden und der Flug von Wien nach Bratislava, ich weiß es aus Erfahrung, ist nicht gerade lang. Äh, selbst mit dem Auto kann man da hinfahren. Und das ist die Firma Satius Air Livery. Soll ich Livery sagen? Livery, ne? Livery? Schreibt unten wieder hin, was ich jetzt sagt. Ähm, wird das dann machen und das soll dann im Frühjahr passieren. Aber solange wird die Maschine weiß fliegen, das ist natürlich jetzt nichts Schlimmes oder irgendwie ähm, problematisches. Ja, jetzt haben wir 20 Minuten 14, deshalb haben wir heute jetzt das letzte Thema, zumindest aus dieser Sendung und ich werde die nächste Sendung auch machen. Ähm, Lufthansa, wie Frankfurt Flyer sagt, abonniert die Seite, gibt ihm Liebe, sagt ihm, dass er von mir kommt, ähm, dass man dort jetzt vom 31. Dezember um 18 Uhr und dem Januar, äh, 2. Januar bis 18 Uhr die Webseite abklemmt. Warum? Weil die Änderungen kommen. Die Änderung 2024, wir werden darüber sprechen morgen. Ähm, ich werde versuchen, morgen ein Live zu machen. Ich habe hier Bandbreite gefunden, wie ich ja schon gesagt habe. Und in dieser Zeitspanne wird es so sein, dass die ähm, Kunden nicht auf das Meilenkonto zugreifen können. Das heißt also, ihr könnt da nicht schauen, ihr könnt nichts machen. Es ist einfach abgeklemmt wegen der Neuerung, weil die ganzen Updates eingespielt werden für das neue System. Und da ist es so, dass man dann die Anzeige der Statusmeilen ähm, gucken kann, äh, wobei Statusmalen haben die eine Relevanz, eher nicht, weil äh, wenn ihr eh auf Null gestellt, heute Nacht um Null Uhr, Frankfurter Zeit ist Schluss mit lustig, da gibt es dann keine, keine Liebe bei Lufthansa, wir fangen wieder bei Null an. Ja. Naja, nun gut, also das nur so als Hinweis, wenn ihr das willst. Ähm, ich denke mal, dass man mit der Staatsumstellung Verständnis haben sollte, dass die Umstellung passiert. Jetzt sind wir schon am Ende der Sendung und ich danke euch, dass ihr heute dabei wart. Solltet ihr die nächste Sendung nicht sehen, danke ich euch für eure Unterstützung in 2023. Ich freue mich auf eure Unterstützung 2024. Ich werde trotzdem, obwohl ich, ich habe ja 364 oder 365 Sendungen, wenn die nächste Folge kommt, geschafft. Deshalb danke ich euch und wir werden hier aus Villa Möcki Lux Premium VIP Area Lounge Bereich weiter senden. Das, ihr werdet sehen, wie wir das Ganze machen. Es wird wahrscheinlich erstmal weiß gestrichen werden. Äh, muss mal gucken. Ähm, aber einen Globus haben wir schon mal da. Warte, ich zeige mal den Globus. Globus. Oh, jetzt sehe ich den ganzen Müll. <laughs> ganz schnell weg, ganz schnell weg, ähm, die Nähmaschine kommt weg und so weiter und so fort. Aber wir werden hier draußen äh, geiles Ding machen. Und falls man schlafen muss, übrigens da ist mein Monitor, den habe ich mit gerettet, mit Bett und allem. Ihr seht, man ist noch in Tüten. Ähm, warte, so ist besser. Ja, ähm, abonniert, Glocke, Like und ich freue mich. Und morgen wieder live gucken wir mal. Und Freddy hat gesagt, er will wieder... Mit uns mehr Zeit verbringen. Ich freue mich drauf, Freddy, und ähm, ich freue mich auch auf Mario. Also insofern danke euch und ähm, wenn ihr nicht schaut, guten Rutsch. Bis nächstes Jahr. So, jetzt wieder raus hier und tschüss. Abspannen, abspannen, abspannen. Hier ist er. Bis dann. Ciao. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018